Zeit, dass wir dann mal mit den großen Tieren hier reden. Jo. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkehrst. Was willst du hier? Ich dachte mir, ich schaue einfach mal rein. Hast du auch daran gedacht, was dein Erscheinen hier auslösen wird? Dir dürfte mittlerweile bekannt sein, dass nicht jeder deine Anwesenheit begrüßt. Wenn du aber willens bist, uns zu helfen, werde ich das nicht ablehnen. Du hast einiges an Wiedergutmachung zu leisten. Moment. Du schmeißt mich nicht raus? Was meine Leute von dir halten, überlasse ich ihnen. Aber durch dich haben wir den Wert von Emotionen erkannt und so unsere Effizienz gesteigert. Meine Neutralität dir gegenüber ist kein Freibrief. Solange du dich hier aufhältst, haben meine Agenten die Anweisung, dich zu beobachten. Handelst du unseren Regeln zuwider, werde ich dich zur Rechenschaft ziehen. Wie ist die Lage? Die neuen Gegner gewähren uns kaum eine Atempause. Sie in Schach zu halten, bindet Ressourcen und reißt Lücken in unsere Organisationsstruktur. Sie zu füllen, wird deine Aufgabe sein. Such Commander Irissa auf. Sie ist stark eingespannt und muss entlastet werden. Rechne aber mit Widerstand. Sie hat nicht vergessen, dass du uns damals den Rücken gekehrt hast. Ist sie zufrieden mit deiner Arbeit, ziehe ich in Betracht, dich wieder bei uns aufzunehmen. Die Chance auf Rehabilitierung erhält nicht jeder. Vergeude sie nicht. Jo. Wache. Kampfmaschine. Ist sonst noch was hier? Komm später wieder. Okay, nichts hier sonst. Das ist mein Drohnensymbol auf der Karte. Das kann ich runternehmen. Nein, lass mal es hier. Lass mal es oben. Schauen wir uns mal in dieser Stadt hier um. Elixit, gratis. Nice. Was haben wir hier hinten? Schmiede? Interessante Schmiede. Aber ich habe mich sowieso noch. Ich habe noch keine Waffe gefunden, die ich mir behalten will. Wenn ich mal was Starkes finde mit Gift oder Elektrizitätseffekten. Wärmwampfkaffen, Munitionspresse. Das ist Munition, die ich nicht nehmen darf. Ups. Aha. Wird doch keinen stören, wenn der Commander Jax hier mal ein bisschen aufräumt. Backpack-Tisch. Kann ich hier schon was machen? Was? Du hast ein Jetpack. Nein, 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 nein. Intelligenz. Mir fehlt es an Intelligenz. Das ist nichts Neues. Nichts Neues. Okay, schauen wir, wenn wir finden. Wenn wir mal seine Mission markieren ab. Zuerst das. Dann, was die Mrs. Commander für uns hat. Log. Oh, sprich mit Irissa, da ist es. Hier drüben. Wachmaschinen. Ist du ein hohes Tier? Alp. Nein, ist er nicht. Ruhig hier. Du bist ein hohes Tier. Ja. Du kannst Azog sagen, die Kolosse brauchen noch ein wenig. Ihre Schäden sind schwerer als gedacht. Wovon redest du da? Hat Azog dich nicht geschickt, um den Reparaturbericht einzuholen? Nein. Was willst du dann? Du bist also für die Wartung der Roboter zuständig? Nein, normalerweise nicht. Dafür scheinst du dich aber gut darum zu kümmern. Unser Chefingenieur ist bei einem Außeneinsatz gestorben. Jetzt muss ich mich darum kümmern. Eigentlich bin ich Ausbilder unserer Streitkräfte. Er hat sie alle rote Augen. Da gehöre ich, in diese Fraktion gehöre ich. Wie kommt es, dass Sie einen Ausbilder zum Chefingenieur gemacht haben? Als Ausbilder ist es meine Pflicht, Notfallreparaturen im Feld ausführen zu können. Ich kenne mich vermutlich besser mit den Maschinen aus als jeder andere. Du bist Ausbilder? Kannst du mich auch ausbilden?
Wie ich sagte, ich bin Ausbilder unserer Streitkräfte. Ich weiß nicht, was du hier machst, aber ein Alp bist du nicht. Nur weil du dich im Depot aufhalten darfst, heißt das nicht, dass ich meine Zeit mit dir verschwenden muss. Uff. Sonst noch was? Gerade nicht. Nein. Okay. Das heißt, wenn ich den Alp beitrete, darf ich mit ihm quatschen und mich ausbilden lassen. Welche Stadt hier? Da wird wieder ewig gequatscht wahrscheinlich. Ich werde so zu dauern. Diesmal wirklich 30 Minuten oder 25 Minuten ansiedeln. Oh, was ist das hier unten? Okay. Kann ich da runterfliegen und sterben? Es ist kalt hier alles. Commander. Du, wie kannst du es wagen, vor mich zu treten? Verräter sind hier nicht erwünscht. Selber Verräter. Elexitor Arzog hat mich geschickt. Mir ist es egal, ob er dich geschickt hat. Ich habe nicht vergessen, was du getan hast. Du hast den Hybriden gestürzt. Du hast die Konverter zerstört. Du hast unsere Leute getötet. Wenn ich könnte, würde ich dich auf der Stelle exekutieren lassen. Ich musste es tun. Mit dem Hybriden gab es keine Zukunft. Für niemanden. Und wer hat dich ermächtigt, darüber zu entscheiden? Ich. Hör zu, wenn du mich hinrichten lassen willst, dann tu es gleich. Nur sehe ich keinen Grund dafür. Ihr schlagt euch ganz gut, wie es aussieht. Darf ich kurz einwerfen, dass ich rein zufällig hier stehe? Ich kenne den Typen da gar nicht. Zu dir komme ich gleich, wenn du noch einmal ungefragt das Wort an mich richtest. Oh. Gut, Schnauze halten, schon kapiert. Dein Beurteilungsvermögen lässt wie dein Charakter zu wünschen übrig. Unser Elex-Vorrat ist kaum der Rede wert. Ein Großteil unserer Territorien ist verloren und der Kampf gegen die neuen Invasoren bindet wertvolle Ressourcen. Und was unternehmt ihr dagegen? Alles, was in unserer Macht steht. Nur, dass dir das klar ist. Ich wurde dazu bestimmt, Schaden von uns allen abzuwenden. Und du machst es mir nicht gerade leicht, deine Anwesenheit zu dulden. So sauer habe ich dich früher nie erlebt. Frag dich mal warum. Aber das ist nicht Gegenstand der Diskussion. Wenn du so ein Problem mit mir hast, warum diskutieren wir dann noch? Gib deinen Leuten den Befehl abzudrücken. Und Arzog damit zuwiderhandeln? Sicher nicht. Je länger ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass ein schneller Tod zu gut für dich ist. Was erwartest du jetzt? Dass ich verschwinde? Ich stelle dich vor die Wahl. Entweder du stiehlst dich davon, wie du es schon einmal getan hast, oder du trägst deine Schuld ab. Wählst du Ersteres, verschwende nicht mehr unser beider Zeit und geh. Wo wird meine Hilfe gebraucht? Du wirst dich zum Krater begeben. Stelle fest, ob jemand namens Skibor tot oder lebendig ist. Und wozu das Ganze? Ich habe gesagt, du sollst uns helfen, nicht, dass du Fragen stellen sollst. Antworten und Vertrauen wirst du dir verdienen müssen. Also tu, was ich dir aufgetragen habe. Wenn er noch lebt, stelle sicher, dass das auch so bleibt. Oh. Oh, ich mag ich sie. Oh, was haben wir so? Oh, was war das? Meine Augen. Ich bin blind. Da gibt es noch mehrere Missionen. Da ist der Eingang. Das ist nur ein Soldatengebäude anscheinend. Oh, gratis Bedienung. Das nehme ich doch. Oh, okay. Wer hat da noch eine Mission für mich? Der Typ nicht. Oh, da haben sie mehrere Leute schon hingerichtet. Vortreten und beginnen. Rang und Name? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich notiere, ehemaliger Commander, der sich nicht an das Protokoll halten kann. Des Weiteren stelle ich die Fragen, nicht umgekehrt. Fahren wir fort.
Grund für deine Rückkehr? Ich will trainieren. Mein Programm umfasst den Nah- und Fernkampf. Zusätzlich verbessere ich die Kondition meiner Untergebenen. In deinem Fall ist mir keine Weisung bekannt, dir die Ausbildung zu verweigern. Auch wenn ich das hätte nachvollziehen können. Für jede Trainingseinheit werde ich dir allerdings Elixit in Rechnung stellen. Wenn dir dieses Verfahren nicht passt, such dein Glück bei den Menschen. Darin hast du ja Übung. Oh. Bilde mich aus. Wir können sofort beginnen. Ah ja. Nahkampfwaffen. Oh. Hinterhältige Angriffe. Da habe ich mir schon gedacht, dass es Delph gibt. Handgranaten diesmal nicht. Schwere Waffen, glaube ich auch nicht. Fernkampf haben wir da schon ein bisschen was. Ich brauche mehr Intelligenz. Ich stecke alles hin. Andere Sachen halt. Nice, nice. Möchte da noch was reinstecken? Wirklich? Ja, her damit. Was haben wir hier? Position machen wir gar nichts wahrscheinlich. Sonst, oh. Ja, was da? Wird ja überbewertet. Lernpunkte haben wir noch 3. Das können wir nicht mehr. Ah, das könnten wir machen. Ja, vielleicht mache ich es ja mal, wenn ich mit Red zu tun habe. Okay. Ich will meine alten Fähigkeiten zurück. Kannst du da was tun? Nein, aber Kel, nur hat man dich bisher nicht rehabilitiert. Erst wenn du wieder in unseren Reihen aufgenommen wurdest, steht dir dieser Weg offen. Das war im Übrigen die einzige Frage, die ich dir nochmal durchgehen lasse. Okay. Du. Karak. Was gibt es? Ich sehe mich nur um. Du bist keiner von uns. Sei vorsichtig, wo du hier hingehst. Nicht jeder Bereich ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir haben hier alles im Blick. Du gehörst zu den Wachen? So ist es. Und wer bist du? Oh. Ich heiße Jax. Warte. Bist du etwa der Jax, der bis zum Hybriden vordringen konnte? Sieht so aus. Ich? Interessant. Ich wusste nicht, dass du wieder zurück bist. Hätte nicht gedacht, dass ich dich mal persönlich kennenlerne. Ich habe leider keine Zeit, mich weiter mit dir zu unterhalten. Vielleicht, wenn meine Schicht rum ist. Ja. Ist das das Händlerdepot? Da schleicht doch jemand. Okay, ich schätze, ich darf hier nicht rein. Du solltest... Kluge Entscheidung. Wo sind die Händler? Hier. Marak. Marek. Marcek. /948/9/14. Einen Moment, ich überprüfe das. Oi, was hab ich getan? Ich habe deine Nummer gefunden. Hier steht noch genau eine Wochenration an Nahrungsmitteln zu. Protokoll. Eine Wochenration an 348/9/14 richtig übergeben. Dies war deine letzte. Dir steht deshalb jetzt frei, Nahrung gegen Elixit zu erwerben, falls du dies wünschst. Jo, danke. Ich möchte etwas kaufen. Was machen wir später? Was zu verkaufen? Papa. Da wird es doch Missionen auch noch geben. Du wichtiger Typ. Ach, nein. Der Typ macht Sprinteinheiten. Brav, brav. Ja, der mit Controller. Ah. Ah, es gibt keine gute Lösung dafür. Alp, Alp. Trooper, Trooper. Director. Ich möchte Rang. Ich bin kein Alp. Du scheinst allerdings eine Genehmigung zu besitzen, dich im Depot aufzuhalten.
Das bedeutet, dir steht zumindest eine einmalige Ration zu. Das stuft dich dann bei E8 ein. Jeder bekommt zumindest etwas Elex, damit hier keine Anarchie ausbricht. Gut. Sondergenehmigung? Wofür? Ob du Sonderrechte hast, mehr Elex zu bekommen, als dir deiner Stufe nach zusteht. Oh, nein, habe ich nicht. Aktuelle Effektivität? 100%. Eine glatte 10. Ich bin die Effektivität in Person. Ist notiert. Das stuft dich wieder ein wenig herab. Die neue Direktive sieht keine absolute Effektivität mehr vor. Aha. Gut, das wären dann alle Fragen. Wollen wir mal sehen. Du bist eingestuft auf E10 mit Abzug. Da bin sogar ich überrascht. Und ich bin auf E2. Oh. Was bedeutet das? Dass dir überhaupt keine Ration zusteht. Abgesehen von Experimentalfällen habe ich das noch nie gesehen. Ich werde dich nach eigenem Ermessen nicht so leben lassen und dich auf E9 hochstufen. Hier, deine E10 Standardration mit Bonus. Das wäre dann alles. Du kannst gehen. Einmal Elex. Rang. Soldatstufe E6. Okay. Mist. Mist, wir haben hier versagt. Nein. Okay, was gibt's hier noch Interessantes? Nur einen kleinen Händler. Energieriegel. Benimm dich, Fox, hier. Ah, ist das der Haupteingang, der echte? Ach, da geht jemand mit seinem Kind spazieren. Und nicht an der Leine. Sollte normal verboten werden. Da wird doch noch irgendwas ganz Interessantes sein. Oh, Ersatzteilhändler. Okay, später, später. Zuerst wird es getratscht und dann wird offscreen gehandelt. Das ist keine Crony-Drohne. Du, Versorger ist auch nur ein Händler. Die Händler schauen wir uns später an. Wir suchen Missionen. Oh, hopp. Crony. Karte mit Controller. Nein, doch nicht. Und das. Dieser Lagerraum ist Eigentum der Alps von Ignadon. Unbefugten ist der Zutritt streng untersagt. Los. Du machst keine Gefangenen, oder? Wenn es um den Erhalt meiner Gemeinschaft geht, gibt es nur eine Direktive. Und du hast ganz eindeutig dagegen verstoßen. Geht klar, Chef. Okay, entspannen wir uns mal. Was tust du hier eigentlich? Ich bin Nyra. Ich habe die Aufsicht über unsere Bestände der Akkumulatoren. Verstehe. Du bist hier der Wachdienst? Wachdienst? Nein, das ist nicht ganz das, was ich hier tue. Moment mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Ja, allerdings. Wir hatten schon einmal das Vergnügen im Relikt der Kuppelstadt von Abessa. Ich war damals mit Abstand die beste Technikerin in dieser Siedlung der Kleriker, wenn du dich erinnerst. Damals gehörte ich noch zu den Separatisten. Doch das ist lange her und heute herrschen andere Regeln. Ah, das habe ich gemerkt. Ich kann mich erinnern, hat anders ausgeschaut. Du bist sehr impulsiv für jemanden, der bei den Alps groß geworden ist. Ich gehöre wieder zu den Alps mit allen Konsequenzen. Mit ein, zwei Schlägen auf die Köpfe derer, die nicht so funktionieren, wie du es gerne hättest? Du weißt es besser als jeder andere hier, was der Entzug unseres Elex bewirken kann. Der innere Kampf gegen extreme Emotionen macht uns zuweilen schon mal schwer zu schaffen. Ich könnte dir mit einem Kopfschuss aushelfen. Nihilismus hat noch nie etwas Produktives hervorgebracht.
Es muss ein Leben ohne das Elex geben. Nur so können wir unserer Sinne wieder Herr werden. Daher versuche ich, so oft ich es kann, unser Elex wieder abzusetzen. Solange ich dabei nicht in der Nähe bin. Wie kamst du hierher? Ich hatte damals als Separatistin meine Heimat verloren. Keine einfachen Zeiten für mich. Wie du weißt, habe ich für die Kleriker der Kuppelstadt als Technikerin gearbeitet und mich dafür bezahlen lassen. Ich habe getan, was ich musste, um zu überleben, auch wenn ich dabei oft gegen meine Überzeugung gehandelt habe. Diese Zeiten sind vorbei. Du scheinst mich gut zu kennen. Es ist lange her, aber du warst früher einmal viele Jahre ein sehr hohes Tier am Hofe des Eispalastes, Jax. Soweit ich mich erinnere, warst du sogar dem Hybriden direkt unterstellt, nicht wahr? Ja, Katze. Ja. Oh, die Rüstung schaut viel besser aus in dem neuen Spiel. Alle alten Rüstungen schauen viel besser aus irgendwie. Kein Gerede. Ein ziemlich dunkles Kapitel meiner Karriere. Ich hatte dich damals in der Kuppelstadt von Abessa aber trotzdem nicht erkannt. Ein weiterer Beweis, dass unser blaues Elex unsere Sinne vernebelt, ohne dass wir es merken. Es gibt eine neue Gemeinschaft in Caracas. Sie nennt sich selbst die Sechste Macht. Diese Menschen versammeln sich in der alten Bastion, um gegen die fremden Eindringlinge zu kämpfen. Warum erzählst du mir das? Du wärst ein passender Kandidat für eine Waffengefährtin. Wenn du deine Stimmungsschwankungen im Griff hast, versteht sich. Aha. Und woher willst du wissen, dass ich nicht mit den fremden Eindringlingen sympathisiere? Ich schätze dich nicht so ein, dass du die Kontrolle über deine Existenz gänzlich aus der Hand geben würdest. Deine Expertise und Kampfkraft wäre für die Sechste Macht und auch für mich unentbehrlich. Mag sein. Vielleicht hast du ja sogar recht. Ein gewisser Reiz steckt in deinem Angebot, muss ich zugeben. Also, ich wäre der Sache an sich nicht ganz abgeneigt. Allerdings... Oh. Nicht ganz abgeneigt? Was heißt das? Du warst einmal ein Idol für uns alle. Du warst der effektivste Feldherr, den die Alps jemals hatten. Doch das ist schon lange vorbei. Du hast zusammen mit den freien Menschen einen Krieg gegen uns geführt. Ich habe auf eigene Rechnung gehandelt, das ist wahr. Doch ich hatte keine andere Wahl. Die Hybridmaschine hätte die Alps ins Verderben gestürzt. Sich auf die Versprechungen des Hybriden zu verlassen, war ein großer Fehler. Doch wenn alles nach Plan und der Direktive gelaufen wäre... Dann hätte die Hybridmaschine über kurz oder lang trotzdem alle Lebewesen Magalans in die Konverter gesteckt, um ihnen das blaue Elex zu entreißen. Du als Separatistin hast damals für die alten Werte der Alps und gegen die Hybriden gekämpft. Du solltest es besser wissen, Nyra. Niemand hätte das überlebt, auch nicht die Alps. Meine Intervention und die der freien Menschen, die damals hinter mir standen, war mehr als notwendig, um das Schlimmste zu verhindern. Das aus deinem Mund zu hören, ist schon sehr befremdlich. Aber wer weiß. Vielleicht hast du recht, vielleicht aber auch nicht. Wie ich schon sagte, diese Zeiten sind schon lange vorbei. Was sind deine Aufgaben hier im Depot? Im Wesentlichen bin ich dem Erhalt unserer Gemeinschaft verpflichtet. Mein Hauptinteresse liegt in der Beschaffung und Auswertung geheimer strategischer Pläne der anderen Gemeinschaften. Wir würden uns damit einen unglaublich großen Vorteil verschaffen. Wen genau meinst du, wenn du wir sagst? Die Menschen im Allgemeinen oder nur die Alps? Ist das von Belang? Nun, erst einmal nicht. Bis zu dem Punkt, an dem ein Interessenkonflikt vorliegt. Das ist irrelevant. Sag mir jetzt nicht, dass nicht auch die Sechste Macht davon immens profitieren würde. Sollte der Fall eines Interessenkonflikts eintreten, gilt es, die dann vorliegende Situation neu zu bewerten. Oh, du hast dir das offenbar gut überlegt. Nein, aber ich werde es tun müssen, sollte es tatsächlich so weit kommen. Wie auch immer, du musst zugeben, dass ein Risiko besteht, dass unsere Vereinbarung nicht von langer Dauer sein könnte. Das ist doch immer die Gefahr, egal in welcher Konstellation sich unsere Einigung gerade befindet. Das klingt ja spannend.
Findest du? Ich denke, das wird sich noch zeigen, ob es zu einer solchen Emotion führt. Wie genau soll das ablaufen? Ich meine die Beschaffung der geheimen strategischen Pläne der anderen Gemeinschaften. Warum hast du so ein großes Interesse daran? Nun, wenn du hier in deinem Lager versauerst, wirst du nicht wirklich irgendetwas beschaffen können. Du wirst aus dem Depot heraus müssen und draußen brauchst du Hilfe, wenn du etwas erreichen willst. So, und du bist derjenige, der das tun wird, ja? Warum nicht? Ich helfe dir und du wirst meine Waffengefährtin. Darüber sollte ich erst noch einmal nachdenken. Ich habe wenig Zeit. Gib mir eine Antwort. Ich denke darüber nach. Bam. Vergiss es. Ich will die Antwort jetzt. Oder du kannst hier verrotten. Du versicherst mir, dass du nichts von mir verlangst, was meinem Volk schaden könnte? Das kann ich dir nicht versprechen. Wir befinden uns in einem Krieg, in dem es ums Überleben der Menschheit geht. Sehr allgemein gehalten. Und trotzdem ehrlich. Das verstehe ich. Na schön. Ich werde das Risiko eingehen. Dann höre, was ich plane. Das Depot wird von ein paar Outlaws in der Nähe beobachtet. Sie haben sicherlich schon einige Daten über uns gesammelt und schmieden ihre Angriffspläne auf unser Hauptquartier. Diese strategischen Pläne will ich. Ich muss herausfinden, was die Outlaws über uns wissen, damit ich uns schützen kann. Wenn du Wort hältst und mich dabei unterstützen willst, dann ist das jetzt deine Gelegenheit. Ich bin dabei. Zeig mir die Outlaws, die du beklauen willst. Sehr zielstrebig, wie immer. Gut, ich bin bereit. Lass uns losgehen. Ah, Mist. Wir werden direkt hinteleportiert wieder. Siehst du, da sind sie. Sie sind schon eine ganze Weile immer mal wieder hier aufgetaucht. Es ist nur ein Spähtrupp. Mag sein, aber ich lass mich nicht so gerne ausspionieren. Sie haben irgendwo in ihrer kleinen Lagerstätte ihre strategischen Pläne versteckt. Wir werden jetzt die Lagerstätte durchsuchen und ihre strategischen Pläne erbeuten. Was ist, wenn sie uns dabei erwischen? Es sind Outlaws. Niemand wird sie vermissen. Wir könnten ihnen die Pläne auch einfach unterm Hintern wegstehlen. Und damit die offene Auseinandersetzung vermeiden? So, das wird wieder länger dauern, die Folge. Wie du willst. Ja, es wird wieder länger dauern. Oder? Mein Controller hat den Geist aufgeben. Unglaublich. Controller? Geht doch. Rein in den Kampf. Mach ich nicht eine neue Waffe zum Testen? Ja. Jo, Menschen. Na, warte. Das macht doch fett Schaden. Gott. Ich wollte sagen, gerade noch ausgewichen. Mist. Es war geklitscht. Habe ich ihn zum Klitschen gebracht wieder. Goddammit, Controller. Wie soll ich mit dir jemals weiterspielen da? Haben sie gerade... Nein, Myra lebt noch. Nicht schlafen, Mädel. Habe ich Shotgun Money? Nein, habe ich nicht. Wer hat welche? Ah. Das läuft gerade nicht. Läuft erstmal weg.
Das ist wichtig. Komm schon, Myra, steh wieder auf. Das dauert sonst zu lange. Das macht auch nicht viel mehr Schaden. Mach das Ding weg und tot. Oh. Okay, wir sind hier fertig. Was habt ihr für eine Loot? Sagtest du nicht, es ginge auch ohne offene Auseinandersetzung? Unwichtig. Es fehlen uns immer noch deine Pläne. Dann such sie. Sie müssen irgendwo in der Nähe der Lagerstätte des Spätrupps sein. Okay. Whee. Reden. Ich konnte die Pläne der Outlaws erbeuten. Sehr gut. Gib sie mir. Ich danke dir. Ich werde sie später auswerten. Damit haben wir vermutlich einen bevorstehenden Angriff auf unser Depot vereitelt. Wie ich sehe, stimmt dich das zufrieden. Ist das so? Nun, das können wir auch sein. Denn selbst die kleinsten Schlachten haben manchmal verheerende Wirkung auf das große Ganze. Okay. Und was nun? Ich muss erst noch darüber nachdenken. Solange bleibe ich an deiner Seite. Und vielen Dank. Keine Ursache. Okay. Wir sind hier fertig. Episode vorbei. Ich werde verkaufen gehen. Und wahrscheinlich morgen wieder zocken.